finde ich gut. Tüdelü. Oh, da fehlen zwei. Egal. So, 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 so. Müssen wir nochmal ins königliche Grab? Nee, ins königliche Grab müssen wir... Obwohl... Nee, wir müssen das Grab, wo wir den Helia-Schild gefunden haben. Da wir jetzt Bomben haben, können wir da jetzt nämlich rein. Ah. Da war nämlich so eine Wand, die wir noch wegsprengen konnten. Also doch mal nochmal rein. Ja, aber nicht ins königliche. Da haben wir den Song of... Ah ja, richtig. Song of... wie auch immer er hieß. Zelda's Lullaby? Nee, das war der andere. Den brauchen wir, um reinzukommen. Ach stimmt, hier müssen wir sogar... Ah nee, doch nicht, hier ist nur ein Feenbrunnen. Ja. Wir müssen in irgendein anderes Grab, denn da liegt Dumpey. Und wir müssen Dumpey quasi besuchen. Oh mein Gott. Wie morbid es auch klingt, ist es genau das, was wir machen müssen. Und sein Geist ist noch da, verweilt. Ja. Im Grave. Da ist doch etwas, oh mein Gott. Das ist ein Por. Ach, das ist einer. Ja, die gehen allen immer nur auf den Sack. So, hier wird es wahrscheinlich drin sein. Immer wo Blumen sind. Ja. Ah, komm. Geh doch einfach rein, Mensch, Link. Hüpf doch. Wow, Link. Wow. Komm schon. So, geht doch. Come on. So, jetzt sind wir in Fragezeichen. Fragezeichen? Hehehe, young man, are you fast on your feet? I may not look like it, but I'm confident in my speed. Let's have a race. Follow me if you dare. Okay, so. Der hat Langeweile wahrscheinlich. Ja, jetzt müssen wir Dumpeys Geist verfolgen. Dumpeys Geist. Dumpeys Geist. Feuer. Dumpenis. Dumpenis. Ich hoffe, dass ich nicht zu sehr verkacke. Fucking fire. Wenn man nicht schnell genug hinterherkommt, dann... Ist es resettet? Ja, dann geht die Tür zu und dann verliere ich. Oh, wow, das war richtig knapp. Ja. Liegt halt die Feuer einerseits, um einen zu blockieren und andererseits... What the fuck? Oh, hier lang? Ich hoffe, dass... Nee, das war der Weg, wo verdammt. Du eben kamst. Das war's. Ich hab keine Ahnung, in welche Richtung er ist. Stones. Ja, man hört schon das Klicken. Oh, ich hab's doch geschafft. Oh mein Gott. Wo ist er hin? Das Feuer. Ja. Hallo. Das ist nicht Scheiße. Richtig. Scheiße. Halt's Maul! Was ist das? Ein Zombie. Nee, was. Warum kam das Bild so? Weil er mich paralysiert hat. Damn. Damn, P. Ich glaube, er geht links rum hier. Alter, wenn du das schaffst, ohne ihn zu finden, dann hast du es echt gut gemacht. Nee, schaffe ich aber nicht. Ja, ich hätte nach da oben gemusst. You have it drauf gehabt. Ach. Bla bla bla. Ist das dämlich. Was passiert, wenn wir das geschafft haben? Dann kriegen wir ein Item, was wir brauchen, um in dem Spiel weiterzukommen. Etwa das coolste Item im ganzen Spiel. Was für einen Witz mache ich darüber? Was für einen Witz mache ich darüber? Eine Aufblaspuppe. Hast du so ein Ad-typische Wörterbücher, Wörterwitze? Ja, also nicht. Ich habe kein Wörterbuch, ich denke mir das halt immer aus und ich habe es im Kopf, was ich mir da so ausdenke. Also meistens vergesse ich es dann auch wieder und wenn es dann nochmal, wenn es mir nochmal einfällt, denke ich, das habe ich noch nicht gesagt und finde es dann nochmal witzig. Das ist eine sehr gute Strategie, um sich selbst zu unterhalten. Ja, ne? Dämliches Fire. Ja, also links war richtig. Was soll dieses blöde Piepen? Das nervt. Das ist die Zeit, die läuft. Ja, ich weiß, aber trotzdem, das nervt. So, wir haben es geschafft. Der sagt Tick-Tack, Tick-Tack. Ja, geschafft. Beim Second Try, sehr gut. Ja. The time of this race was 1 minute. Hehehe, young man, you were very quick to be able to keep up with me. Hehe. As a reward, I'm going to give you my treasure. It's called the Hookshot. Hookshot. It's spring-loaded chain. Oh, geil. Will pull you to my to any spot where its hook sticks. Doesn't that sound cool? I'm sure it will help you. I live here now, so come back again sometime. I'll give you something cool. One more thing. Be careful on your way back. Hehehe. Wir kriegen einen Greifhaken. Ja. Yep. Geil. Das ist ja wie in Darksiders. So ungefähr, ja. Super cool. Ich hätte auch gern so ein Ding. Bei einem das wahrscheinlich den Arm rausreißt, wenn man das benutzt. Hast du Transformers 3 geguckt? Nee.
Da hatten sie auch sowas. Der eine Roboter hat den Kopf gehabt wie Albert Einstein und der war Erfinder. Okay. Also der eine Transformer von den Guten. Und der hat Greifhaken gemacht. Da hat man auch die ganze Hand reingesteckt und dann kam da auch so ein Haken rausgeschossen. Praktisch. Voll cool. Hallo. Aber ich glaube, ich würde lieber ein Ding haben, das an der Schulter auch mit befestigt ist, damit ja. Der Druck ein bisschen rausgenommen wird. Wie kenne ich den? Ah, so. Sehr cool. So, jetzt haben wir den Enterhaken. Yeah. Wir können uns damit an Holz ranziehen. An Holz. Nur an Holz? An Holz. An allem, was Holz ist. Ja, das oder reicht. An das meiste, was Holz ist. Das reicht. So, hier ja. Diese Steine. Ja. Die können wir töten. Nehmen wir ein Lied spielen. Musik tötet Blöcke, ja. Wie soll man darauf kommen? Ausprobieren irgendwann? Navi sagt einem, glaube ich, einen Hinweis. Welcher Song war das? Der Song letzte? Of Time. Song of Time. Das sieht nach Rätseln aus, ist aber gar kein Rätsel. Kann man das so benutzen? Shuto. Nee, wir müssen das richtig. Das wäre aber auch zu schön gewesen. Zombie? Nee. Was anderes. Wackelkopf. Hopp. We have a heart container. Ja, wir haben ein Piece of Heart. Piece of Heart, ja, gut. Mist. Wo ist denn der werte Herr? Ah, hier ist er. There. Oh Gott. Grrr, I'll never forget what happened on that day, 7 years ago. Grrr, it's all that Ocarina Kid's fault. Verdammt. Next time he comes around here, I'm gonna mess him up. What? You've got an Ocarina? What the heck? That reminds me of that time, 7 years ago. Back then, a mean kid came here and played a strange song. It messed up the windmill. Ist das mit der Vogelscheuche? Nee, aber das ist noch ein Lied. Das ist eines der bekanntesten Lieder aus Zelda. Klingt gut. Falls es dir auffällt, es regnet. Ja. Das macht das Lied. Rain Song. Stell dich unter. You've learned the Song of Storms. So, jetzt haben wir alle Standardlieder. Wie viele gibt es denn noch? Jetzt gibt es nochmal so genauso viele Lieder, nur dass sie nicht zu den Standardliedern gehören. Die haben nur einen bestimmten Song. Scheiße, jetzt rum. Was so. Bringen die anderen Lieder? Bringen die noch was oder sind ja, die nur zu Spaß? Die sind hauptsächlich für andere Dinge zuständig. Aber die sind jetzt zum Beispiel, das sind die, alle Lieder, die wir für die Frösche brauchen. Ah, ja richtig, die Frösche. Eins hat noch gefehlt, ne? Genau. Storm und Time. The windmill draws water up from the depth of the well. Now the well is dried up, though. Was heißt though? Ich sag das auch ständig. Ich weiß auch nicht, was es heißt. Though heißt so viel wie trotz, glaube ich. Ah, das ist gut zu wissen, wenn es wirklich stimmt. Oh. Es kam gerade von der Regie eine Einweisung, dass wir eine kurze Pause einlegen müssen. Du wirst eingewiesen. Ja. So, dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. We make some pause. Wenn wir einfach nach dem Cut wieder da sind. Okay, bis dann. Tschüss. Hallo Link, da sind wir wieder. Ja, bei Let's Legend of Zelda Ocarina of Time. Letztes Mal, weil wir nun einen Cut gemacht haben. Hier ist. Right. Genau, hier ist wieder die Shooting Gallery, nur wir haben nur einen Enterhaken. Yeah, do you want to play a game? It's 20 rupees per play. Oh, klar. Okay, this is a game for grown-ups. Hyrule's famous shooting gallery. Wir sind der einzige Kunde, deswegen sagt er das. Mm-hmm. Take aim at the targets from the platform over there. Can you hit 10 targets? You get 15 shots. Draw your weapon with B. Are you ready? Go for a perfect score. Good luck. Good luck. Ja, denn als Erwachsener kriegen wir einen Bogen, komischerweise. Und es ist wesentlich schwerer als Kind. Finde ich jedenfalls. Ich finde, das sieht doch so aus. Ist die Reihenfolge immer gleich? Ja. Yeah. Ja, geschafft. Wonderful, bravo, perfekt. Here's a fantastic present. Yay. Purple Rupee, 50. Das liegt daran, dass wir selber noch keinen Bogen haben und mit einem größeren Köcher nichts anfangen könnten. Tja. Ich weiß nicht, wo wir einen Bogen herkriegen würden. Ich weiß es, aber ich will es nicht sagen. Why? Guck mal, ein Penner. Ein Zwangsgestörter. Wartet er etwa auf den Wäschelift? Ja.
Du verstehst, was ich meine? Ich verstehe, was du meinst. So, hier sind die beiden normalen Läden, die es so gibt, wo man sich Tränke und den ganzen Scheiß kaufen kann. Das brauchen wir allerdings nicht. Lame. Lame. Jetzt, wo wir den Enterrenter-Haken haben. Enterrenter-Haken? Der da jetzt so kurz, um sich dahin zu ziehen. Ganz toll. Ja, ganz toll. Ich finde es schön, wie ich das akkurat baue. Ich glaube, man kann sich einfach nicht an den Baum. Ja, ich wollte gerade sagen, es kann nicht sein, dass du aus der Entfernung nicht ran kannst. Jetzt können wir nämlich. Sheik hat uns ja gesagt, wo wir hin müssen, und zwar in die Wälder. Ja, Forest Temple. Das würde ich mal sagen, dass wir jetzt einfach mal nach Hause gehen. Okay. Komm, Epona. Komm, Fury. Fury. Fury Epona. Fury wie der Wind. So, und jetzt reiten wir Richtung Hause. Und gleich sind wir schon da, weil mit Epona geht das alles super schnell. Super! Jop. Kleine Welt. Die Welt ist ein Dorf. Wenn man eine Pferd hat, ja. Sonst ist die Welt ein Supermarkt. Arschloch vom Baum. Es sieht immer noch arschlochig aus, ja. Oder eine Augenhöhle, aber ich bin eher für Arschloch. Ja, Arschloch klingt lustiger.